Moin moin Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video auf meinem Kanal. Ja, und ich habe es schon angekündigt, also das hier wird kein Windelvlog sein, sondern es wird einfach eine Windelvorstellung sein von meiner aktuellen Windel, die ich aktuell benutze, um vielleicht auch wieder ins Gespräch zu kommen mit euch. Und ihr könnt ja zum Beispiel in den Kommentar schreiben, was ihr von der Windel haltet oder welche Windeln ihr benutzt. Zum Beispiel. Ja, und bei mir war es halt eben so, dass ich persönlich schon immer Bettnässer war. Und nach der Grundschule gab es eine Zeit, also 5., 6. Klasse hatte ich noch Windeln. Dann gab es eine Zeit, wo wir eben keine Windeln hatten. Aber nach eben dann mit 16 habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten, so nach dem Motto. Jeden Tag im nassen Bett aufzuwachen. Ich fand es halt ätzend, jeden Tag Wäsche zu waschen etc. Und deshalb habe ich jetzt wieder begonnen, Windeln zu tragen. Und dann haben wir eben bei der Krankenkasse nachgefragt und das ging dann halt über mehrere Ecken und dann haben wir eben so ein Paket bekommen zum Testen. Und da das hier die einzige Windel war, die funktioniert hat, also da waren noch ganz viele Pants dabei, die haben bei mir alle nachts nicht funktioniert, die sind alle ausgelaufen. In der Grundschule hatte ich Pants, die haben irgendwie funktioniert, keine Ahnung warum jetzt keine Pants mehr bei mir funktionieren. Ich bin eigentlich immer mit Pants, bin ich nachts aufgewacht, weil die Windel eben ausgelaufen ist und dann war das ganze Bett blitzschnass und manchmal Schlafanzug blitzschnass und es war einfach absolut gar nichts für mich, die Pants, die haben irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber ich wurde immer blitzschnass und es hat ja auch keinen Sinn gemacht, nachdem ich jetzt wieder begonnen habe, Windeln zu tragen, damit mein Bett eben nicht nass wird und die Pants einfach jede Nacht ausgelaufen sind, wenn ich nachts aufgewacht bin. Das hat absolut keinen Sinn gemacht. Vielleicht blende ich euch ein Bild von Pants an, zum Beispiel, damit ihr wisst, was es ist, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, was es ist. Und naja, jedenfalls ist das meine Windel. Es ist die Nona Slip Comfort Extra. Wurde eben vollständig von der Krankenkasse bezahlt. Deshalb haben wir die eben genommen. Und weil sie halt funktioniert, ansonsten hätte ich vielleicht auch eine andere genommen. Aber bei mir funktioniert sie in so circa, ich schätze mal, 90% der Fälle. Also es gibt ab und zu Unfälle, die sind aber eher extrem selten. Ja, genau. Und ich zeige euch jetzt mal die Windel näher. Praktisch, hier sieht man, so ist sie in der Verpackung drin. Ja, und da sieht man eben direkt auf der Rückseite, sieht man wunderbar den Nassindikator. Beim ersten Video hat man den eben nicht gesehen, weil da die Windel voll war. Und deshalb der Nassindikator vollständig verschwunden war, wie auch sein soll. Genau, und drehen wir die Windel mal um. So sieht sie hier aus. Und da sind hinten eben die Klebestreifen. Ich mache die nochmal kurz auf. Sorry, dass man gerade so schlecht sieht. Genauso sieht die eben aus, wenn sie offen ist. Und die ist relativ groß. Also ist die Größe M, glaube ich sogar. Also geht sogar noch. Aber ich bin halt angewiesen auf so eine riesen Erwachsenenwindel, weil alles andere bei mir eben keinen Sinn machen würde. Ja, genau, so viel eben zu meiner Windel. Also was ich sagen kann, genial ist, hier endet das Bündchen und hier geht es weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Windeln ist, aber bei Pants zum Beispiel ist das nicht der Fall. Und dadurch, dass ich immer seitlich schlafe, sind diese seitlichen Fächer ja immer extrem voll bei mir. Und ohne diese wäre ich eigentlich auch gefühlt jede Nacht nass und die gibt es hier eben auch. Die sind total genial für mich. Aber wie gesagt, mit denen und die Bündchen halten auch sehr, sehr dicht. Hier sieht man die Bündchen. Bin ich eigentlich so gut wie immer eben trocken nachts und die hält relativ gut. Fassungsvermögen sind, soweit ich weiß, im Labor 2,1 Liter. Ich selbst habe auch schon bin an die 2 Liter rangekommen. Also man kann die Windel ja wiegen, aber dann nicht im Bett. Also wenn das im Bett und ich auf der Windel liege, 2,1 Liter drin wären, dann wäre die schon längst ausgelaufen, das Bett wäre blitzschnass.
Das geht nur im Stehen oder im Sitzen oder so. Also eigentlich nur im Stehen, sonst funktioniert das nicht, sonst ist es viel zu viel. Genau, zu den Klebestreifen lässt sich nicht arg viel mehr sagen. Also die sind halt zweifach praktisch. Man kann sie einmal aufkleben und dann nochmal abziehen und nochmal neu ankleben. Auf der anderen Seite genauso. Genau, ich blende euch jetzt noch ein Bild ein von der Windel, wie es aussieht, wenn sie voll ist und im Schlafanzug getragen wird. Hier seht ihr eben nochmal die Verpackung von der Windel. Genau, es sind eben, wie ich schon erwähnt habe, die Nona Comfort Slip Extra. Da steht halt drauf: textilähnliche Außenfolie, hohe Saugstärke, hohe Aufsauggeschwindigkeit, geringe Rücknässe und hohe Atmungsaktivität. Das kann ich eigentlich relativ bestätigen. Also, naja, bedingt hohe Saugstärke. Es gibt Windeln mit deutlich höherer Saugstärke. Und Rückmesser hat man ab einem gewissen Moment auch und hohe Aufsauggeschwindigkeit, ja. Ich würde sagen, der geht auch besser, aber es ist okay. Da sind 25 Stück drin und ich bin halt voll zufrieden mit denen. Hier sieht man auch, wie man die anzieht. Die andere Seite. Und dann auch hier. Ja, genau. Und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit der Windel. Wenn ihr noch irgendwas zu der Windel wissen wollt, irgendwelche Infos etc., schreibt es in die Kommentare. Apropos vielen, vielen, vielen Dank für jetzt schon 14 Abonnenten, glaube ich, nach meinem ersten Video. Hätte ich niemals gedacht, dass es überhaupt so weit kommt im Ansatz. Also wirklich vielen, vielen Dank. Und wenn ihr irgendwas noch zu der Windel wissen wollt oder wenn ich euch da nochmal näher was dazu sagen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Video gut fand, dann könnt ihr natürlich, aber wie gesagt, das ist eure Entscheidung. Ich will euch nicht dazu zwingen, ich will euch nur erinnern, dass ihr, wenn ihr das Video gut fandet, vielleicht auch ein Like da lassen könnt oder abonnieren könnt. Ja, ich fand es ganz spannend, was passiert ist, weil ich hatte mehr Abonnenten als Likes. Okay, von mir aus habe ich mir gedacht, nehme ich mal an. Ja, genau. Und nochmal zu der Frage, die aufgetaucht ist. Ich darf mich leider nicht filmen. Nur mit Windeln und ohne Hose, weil das dann gesetzlich verboten ist, weil das eben unter Pornografie fällt, solange man noch minderjährig ist. Und mit 17 Jahren bin ich leider noch minderjährig. Wenn ich 18 bin, habe ich vor, auch Videos zu zeigen, wie ich mich wickele etc. für euch, um das zu zeigen und näher zu erläutern. Genau, das war mein anderes Video und ich hoffe, dass ich dann in der nächsten Zeit euch einen weiteren Windel-Vlog zeigen kann, weil das war jetzt keiner. Ihr seht ja dann, wann der Windel-Vlog Hashtag 2 hochgeladen wird. Ciao und hoffentlich bis bald.